Clemens Wagner fragt, wann kommt eigentlich Monstrum? Um eine Sache klarzustellen, ja? Ich werde nie, ich wiederhole nie wieder, auch nur meinen kleinen Finger an dieses ekelhafte, Herzinfarkt verursachende Spiel ranwagen. Nicht mal für Geld könnte man mich dazu zwingen, nochmal dieses Spiel zu spielen und was? Mit? Oh. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir drücken einfach mal auf New Game und starten einfach mal das Spiel. Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Monstrum. Und ja, wir wollen heute mal wieder versuchen, von diesem wunderschönen Traumschiff zu entkommen. Was, denke ich mal, höchstwahrscheinlich eher nicht passieren wird. Aber wie heißt es ja so schön, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, ich würde sagen, wir nehmen den Schraubenzieher mal wieder nicht mit. Öffnen dann mal hier den wunderschönen Spind und schnappen uns direkt schon mal die Taschenlampe. So, ich bin mal gespannt, mit welchem Monster wir es heute zu tun haben. So, hier liegt noch ein Feuerzeug, das nehme ich auch schon mal mit. So, Medikit können wir natürlich nicht mitnehmen, was anderes würde ja auch nur Sinn machen. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Hier ist eine Fuse, da ist ein Zettel, den wir eigentlich gar nicht brauchen, den nehme ich aber trotzdem einfach mal mit. Einfach nur so, weil er da liegt, genauso wie den hier. So, genau. Und wir öffnen einfach mal die Tür des Grauens. Und damit beginnt es. Wir scheinen heute mal tatsächlich in diesen... nicht in diesen Wohnbereich zu starten, sondern mehr so im Maschinenraum. Wobei, sind wir beim letzten Mal auch im Maschinenraum gestartet? Also, ich sag jetzt Maschinenraum, weil das alles so ein bisschen maschinell hier aussieht. Ja klar, darum kümmere ich mich mal eben. Ich bin ja hier der Schiffsklempner. Das war knapp gewesen. Steam Control. Ja, damit, wenn du daran drehst, da kannst du dann deinen Steam-Account dann mit... aktivieren und ja, der Witz, der war scheiße. So, wir schauen uns erstmal ein wenig um. Ich hoffe, dass wir den Golem haben, weil... Ach, hier ist Treppenhaus. Brauchen wir noch gar nicht hin. Ich will erstmal mich auf diesen Deck hier umschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir den Golem haben. Einfach aus dem Grund, weil mir der einfach am liebsten ist. Nicht, weil ich ihn mag, einfach nur, weil er mir am liebsten ist. Weil man den immer wunderschön hört, weil der eben halt... Okay, ist abgeschossen. Ja, weil der sich eben halt ein bisschen mehr ankündigt. So, hier gehen wir auch nochmal kurz rein. Ist hier irgendwas von Interesse? Meine Nase juckt. Warum juckt die Nase? Das sind böse Vorahnungen. Ach, guck mal, hier können wir direkt mal ganz kurz... Ach, da ist schon eine Fuse drinne. Achso. Ja, dann. Dann ist ja gut. Ist hier irgendwas? Nö, das sind einfach nur wieder Schränke, in denen wir uns verstecken können. Ich mach den einmal zu. Falls wir wegrennen müssen, können wir uns da drin dann ja natürlich verstecken. Habe ich gerade Schritte gehört? Ich hoffe nicht. Ich hoffe es nicht. Wie kriegt man das hier überhaupt auf? Braucht man dafür einen Schlüssel oder so? Ah, ich verstehe. Warte mal. Wollen wir da rein? Ich weiß es nicht. Ich kann es natürlich nicht sehen, ob da irgendwas Wichtiges drin ist. Aber wir haben ja noch keine... Ja, wir haben ja noch nichts zum Krachschlagen, ne? Das ist das Problem. Ich werde mir die Tür mal merken. Von hier sind wir gekommen, ja. Dann gehen wir hier nochmal kurz lang. Schauen wir einfach mal. Hier wieder eine wundervolle Drehmaschine. Kannst du auf eBay dann versteigern. Ein Glas. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein Farbtop. Ansonsten auch nichts. Da waren Schritte. Ich habe Schritte gehört. Das finde ich nicht gut. Hier waren wir schon, ne? Ach nee, hier, guck mal. Hier waren wir nämlich noch nicht. Siehste. So, einmal rein da. Und... den hier umlegen. Umlegen im Sinne von dran hebeln. Ach so, das können wir... Ah, ich dachte, wir müssen da... Man kann das, glaube ich, öffnen, indem man irgendwas reinwirft oder die Dingens da anschaltet. Ich verstehe. Hm, siehst du mal, guck mal. Direkt schon was gefunden. Hier sind ein paar Kameras. Sind das eigentlich... Kann man da jetzt eigentlich wirklich sehen, ob da irgendwo was rumläuft? Das wäre nicht ganz cool eigentlich. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. 11.45 Uhr. Eine wundervolle Uhrzeit, wenn Wochenende natürlich ist. In der Woche ist es nicht unbedingt eine schöne Uhrzeit. So, mache ich auch schon mal auf.
Wie gesagt, falls wir uns mal verstecken müssen. Ach, und hier ist ein Radio. Siehste. Das schnappen wir uns direkt mal. Und dann wagen wir uns mal weiter. Genau, von da sind wir Ach nee, hier war ich schon. Also, ich bin doof. Stimmt ja, wir wollten hier weitergehen. Ich hab ein Feuerzeug, geh weg. Muss eigentlich nur noch Deo finden, ne? Wobei du beim Golem, denke ich mal, nicht sehr viel damit anrichten kannst. Ich habe gerade mega den Krampf in der Hand. Die Luftpumpe. Dann haben wir diese Kettenrolle und die Luftpumpe für das Schlauchboot. Und wir haben Radio. Ey, geil, wir haben Radio. Pass auf, wir müssen uns erstmal einen Ort zum Verstecken suchen. Weil das Vieh kommt dann bestimmt von dort. Wie mache ich das Ding denn an? Wie werfe ich das da vor allen Dingen rein? Ja, ist super. Warum kommst du denn von da? Kannst du mir trotzdem die Tür aufmachen? Nein, du bleibst unten. Was ist das für ein Drecksding, Alter? Was ist das? Das sieht ja mal richtig ekelhaft aus. Mach zu! Die Musik im Hintergrund, oder? Passt mega. Oh yeah. Wir versüßen uns das Warten im Spind mit wunderschöner Musik. Die Musik ist aus. Schade. Ah nee, geht weiter. Oh yeah. Gib mir den Beat, Alter. Gib mir den Beat. Kommt das Vieh plötzlich aus dem Gang gekrochen, Alter. Das gibt's doch echt nicht. Das ist echt. Geht das da jetzt aber eigentlich noch hin? Das wäre cool. Vorhin, warum hören wir das hier eigentlich so laut? Hallo, noch jemand da? Warum ist das so laut? Als ob das hier durchs ganze Schiff fallen würde. Hä? Also der Sound, da müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen basteln, die lieben Entwickler. Von da ist es gekommen. Hier haben wir das Ding reingeschmissen. Ja, schön. Das ist ja der Wahnsinn. Naja, wenigstens können wir den da rum dann immer wieder finden. Oh, ich dachte gerade, da kommt was von oben. Haben wir uns auf der Etage jetzt schon umgeschaut? Haben wir, ja, stimmt. Wir gehen mal eine Etage nach unten, ja? Vielleicht denkt sich das Vieh noch so, ja, komm, mach ich nochmal die Tür auf für den guten Tobi. Boah, so ein bisschen nervt die Musik ja schon. Hier ist ein roter Pfeil. Ich glaube, Upper Red war hier gewesen. Ich bin mir sicher. Ich bin mir zu 100% sicher. In Wirklichkeit ist Upper Red nämlich das Monster. Der fesselt uns dann in einen Stuhl. Und zeigt uns seine schlechten Pranks. Seine gefakten. So. Gut, das wird wieder Dislikes geben. Ah ne, wir wollten zuerst hier lang gehen. Ich halte mich immer so auf der rechten Seite. Bist du ein Nazi? Ja, natürlich. Ich halte mich immer so an der rechten Wand. Weil dann kommst du überall einmal vorbei. Alter, Musik, ne? Hier ist schon wieder ein Dings. Ein Dings. Ja, ein Dings eben. Ein Treppenhaus. Ist ja gut, Minion. So. Und weil es euch ja so toll gefällt, ne, so sehr gefällt, mache ich jetzt nochmal ganz kurz. Ich habe repariert. Ich glaube, auf der rechten Seite werden wir keine Türen finden. Kann das sein? Ja. Der Klempner ist ja schon da. Mach zu! Oh, das war knapp. Das war knapp. So, eine wundervolle Tür. Och, nö, ey, komm, das muss doch echt nicht sein.
Was soll die Musik jetzt im Hintergrund? Ich hab Angst. Ich will nicht. Mobbing-Spiel. Hier wahrscheinlich auch wieder. Container. Super. Die Luftpumpe, die blöde Luftpumpe. Wir müssen in den Raum nochmal irgendwie reinkommen. Ich weiß gar nicht, kann das überhaupt die Türen aufmachen? Weil das sah ein bisschen dürr aus. Ich weiß gar nicht, was das war. Das sah so, ich weiß nicht, wie so ein Model aus. Nur hässlicher. Weil die meisten Models ja auch nicht unbedingt sehr schön sind. Wie ist denn das? Kann man das mitnehmen? Nö. Wie überall immer dasselbe drin ist, sondern auch immer gleich sortiert. Sehr schön. Oh, was ist das denn? Das ist ein Sub-Battery. Ein Sub-Battery. Das ist eine Batterie für Subs. Das steckst du dann in YouTube, an den YouTube-Kanal. Verbindest du das mit dem YouTube-Kanal. Und dann kriegst du Subs. Da sind Abonnenten nämlich drauf gespeichert. Deswegen auch Sub-Battery. Oh Mann, was? Was laber ich da schon wieder für Scheiße, ey? Das ist üblich eben, ne? Da! Was bist du? Was bist du? Renn doch! Renn und... Wo kommt das Vieh denn jetzt her? Mach auf! Mach die Tür zu, Mann! Das ist... Was ist das denn? Macht jetzt hier erstmal so einen Alien-Isolation-Move und kommt da aus dem Lüftungsschacht. Ey, ich glaub das echt nicht. Ich höre schon wieder die Musik übrigens. Ja, Musik, passt auf jeden Fall mega gerade gut, ja, geiles Deutsch. Gerade mega gut zur Atmosphäre. Hey du, ich bin hier! Komm her, hol mich! Komm ran auf den Meter. Ich mach dich fertig. Kommt der erstmal da, da war irgendwie so Popelblasen waren da irgendwo auf dem Boden gewesen, glaube ich. Da kommt das Vieh erstmal da aus dem Lüftungsschacht rausgehüpft, ey. Ich glaube, es hackt mit, ey. Unfreundlich hier. Unfassbar. Hallo? Niemand da? Meine Orientierung ist gerade übrigens total für den Arsch. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und wo wir schon waren. Dieser lange Gang ist übrigens sehr vertrauenswürdig. Nur mal so am Rande, ne? Oh, nö. Yo. Was ist das überhaupt für ein Rohr, wo immer so Luftdruckstöße immer durchkommen? Was ist das denn? Hä? Muss man, glaube ich, nicht verstehen, ne? Das soll echt ein Witz sein, ey. Spiel verarscht mich. Scheiß Spiel, ey. Spiel ich nie wieder. Natürlich nur so lange, bis es wieder Geld regnet. Hallo? Hallo, ist da jemand? Blöde Musik, ey. Hat sich das Vieh denn jetzt mal übrigens um die Tür gekümmert? Ist mir schon wieder hier. Aber das ist... Doch, von hier sind wir gekommen. Stimmt, wir sind jetzt einmal rum. Dann gehe ich nochmal ganz nach unten. Ist das ganz unten? Ganz unten, ja. Wie man die Musik hier hört, als ob man wirklich daneben stehen würde. Upper Decks, Engine Room, Lover Deck. Das ist das Lover Deck, ja. Das ist für Verliebte. Cargo Holds. Genau, das sind ja diese blöden Räume, die wir eben schon die ganze Zeit gesehen haben, wo ich nicht unbedingt rein wollte. Hier ist noch ein Lover Deck. Also hier einmal für, Frauen und hier für Männer. Ja. Ja. Schön. Mit diesen. Das ist das U-Boot. Das ist anscheinend das U-Boot, womit man ja auch abhauen kann. Schnauze. Warum? Liegt hier so ein Lüftungsschachtdeckel? Was? Nö, das kannst du vergessen, Freundchen da. Das kannst du abschminken. Ah, die Musik, ne?
Ich will nicht. Hier können wir eine Fuse einsetzen. Ich habe leider gerade keine dabei. Es tut mir leid. Ich glaube, das Teil ist hierfür auch, ne? Kann das sein? Das muss ich doch irgendwo einsetzen können. Oh, das misst hier uns gerade so penetrant auf den Fersen. Das ist das Problem. Hier. Das sieht mir doch danach aus. Top. Aber ich glaube, das U-Boot soll auch das Schwerste sein. Wo ist denn das Mistvieh jetzt? Der alte Spongo. Wo bist der? Hier geht's da wieder rein. Da geht's auch wieder. Wobei, hier geht's noch ein bisschen weiter um die Ecke. Genau, hier auch wieder zum U-Boot. Hier ist wieder... Ja. Boah, Alter. Das Spiel, ne? Das macht mich wirklich fertig. So. Wie viele kaputte Rohre sind denn hier? Was bauen die denn hier? Wer hat das denn hier gebaut? Ist ja unglaublich. So eine Fuscherfirma wahrscheinlich. Was? Ah, ja, ja, guten Tag. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Ich bin weg. Tschüssi, Kowski, Imminowski, irgendwie so, keine Ahnung. Spring da hoch, spring da. Ich bin nicht da. Scheiße. Ich komm da nicht hoch. Schön in eine Sackgasse reingelaufen, das ist super, klasse. Toll gemacht, Tobi, das wird richtig gut gemacht. Da habe ich so ein Geklapper hinter mir, dann springt das Vieh da wieder raus, ey. Was ist das denn? So ein grünes Topmodel, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall mega hässlich aus. So ein laufender Popel. So ein Popel auf Bein irgendwie. Ich gehe mal weiter. Der scheint uns aber nicht recht lange zu verfolgen, ne? Merkwürdig. Bugizieren. Boah, Alter. Überall diese Rohre hier. Ja, ist ja gut. So, machst du? Dann ist schon wieder das nächste Rohr. Ich glaube das echt nicht. Wir laufen hier, glaube ich, einmal um dieses Deck herum, ne? Mit der Fracht. Glaube ich. Genau, sprühe da noch mal ein bisschen. So, das mache ich wieder zu. Hier ist aber, glaube ich, auch nicht sehr viel, außer dem U-Boot. Guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Ach, sieh mal einer an. Zeitschaltuhr! Hey, super! Pass mal auf, da müssen wir gleich wieder der Musik folgen. Und dann werfen wir die Zeitschaltuhr da noch mal rein. Und dann schauen wir mal. Wo war denn hier? Da ist das Treppenhaus. Da werfen wir die Zeitschaltuhr nochmal rein. Und dann schauen wir mal, ob das Vieh uns da die Tür aufmacht. War das auf dem Deck hier? Nee, das war eins höher, ne? Das war, glaube ich, ein Deck höher. Ich guck gerade. Doch, ich nehme auf, Alter. Ich habe gerade schon wieder Paras bekommen. Wo war das denn? Das war hier hinten, ne? Ja, hier hinten war das, glaube ich. Ach so. Es hat unser Radio kaputt gemacht. Und wir schnappen uns die Luftpumpe. Dann hat es doch schon die Tür aufgemacht, siehst du. Dann hat es hier wohl noch zu tun gehabt. Hier wieder eine wundervolle Drehmaschine, kennt man ja schon. So, aber ist das hier irgendwie so, ja. Ansonsten auch nichts. Ich weiß gar nicht, ist auf diesem Containerdeck, wo wir eben gewesen waren, ob da noch irgendwas ist in den Containern? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Das wäre merkwürdig. Also, falls wir nichts finden sollten, dann, gehen wir da unten nochmal hin. Ich glaube, ich müsste die Folge gleich auch mal beenden. Also, wir haben die Luftpumpe, wir haben... Es sieht recht gut aus für das Schlauchboot. Ich
mach den Spind hier nur auf aus Sicherheitsgründen, falls wir mal weglaufen und dann, ne? Wisst ihr Bescheid. So. Ich werde die Folge gleich mal beenden, glaube ich. Pass mal auf, wir suchen eben uns schnell das Schlauchboot. Ach, da komme ich gar nicht hoch. Wir suchen uns eben schnell das Schlauchboot, machen schon mal ein paar Sachen fertig. Und dann beende ich die Folge. Und dann geht's in der nächsten weiter. Spind. Ich muss sagen, dieses Popelvieh hier, das ist nicht so krass unterwegs als die anderen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beim Privat schon mal ein bisschen gespielt, ne? Und da hatte ich mal diesen komischen Geist gehabt. Den finde ich ja richtig penetrant. Dagegen ist das Vieh, aber das geht eigentlich. Es kommt ganz überraschend mal hin und wieder dort irgendwo raus, aber ansonsten, laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht unbedingt rennen. Also ja, ich glaube, wir sind aber in der richtigen Richtung. Unterwegs. Hey, da blinken überall Flugzeuge in der Ferne. Seht ihr das eben am Himmel? Hier, da blinkt es überall. Das sind auch Flugzeuge. Und wenn wir die blinken sehen, dann müssen die uns doch auch sehen. Oh nein, wir sind auf der völlig falschen Seite. Ich dachte gerade, da steht jemand. Na super. Ja gut, Freunde, ansonsten würde ich mal eben sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle dann mal eben. Und dann machen wir in der nächsten weiter. Bis dahin und tschüss. Und euch noch einen schönen Abend, Mittag, Morgen, was auch immer. Keine Ahnung. Tschüss, euer Tobi.